Und willkommen zurück zu Let's Play Landwirtschaftssimulator 2015 zu dieser schönen neuen Woche. Und ja, wir werden ja da stehen, dass wir nochmal hier ein bisschen Holz gemacht haben, während wir auf den während wir auf dort darauf warten, dass die Helfer fertig werden. Habt ihr gerade wieder angesetzt, dass ich die Folge beenden muss. Geht schon gut an. Ich habe die ja neu angesetzt und jetzt müssen wir halt noch machen, bis die Helfer fertig sind mit dem Säen. Und ich hoffe, dass ich dann jetzt im Laufe der nächsten Zeit genug Geld zusammenkriege, für die Konto zu holen. Denn, die werde ich auf jeden Fall, nutzen. Werde ich auf jeden Fall haben. Ich benutze ihn ja mittlerweile schon bei mir selbst und bin sehr zufrieden damit. Ich muss natürlich da im Auge behalten, ob da jetzt nächstes Match nochmal Updates gibt oder so, das weiß man natürlich allen nicht. Wir machen viele Modder ja dazu dann, wenn da Fehler drin sind, dass die dann noch beheben. Andere machen das wiederum nicht, aber das hoffe ich, dass das noch geändert wird, weil das Ding hatte jetzt schon vier Sterne, glaube ich, war nicht. Ja, muss ja vier Sterne, weil alles unter vier Sterne hole ich eher selten. Drei, naja, muss ich dann selbst mal erstmal gucken. Na, bleibt da bloß liegen, wollte ich sagen. Aber das wollte er nicht. Da muss man ein bisschen nachhelfen. Zack, schammert. Ja, Ursus ist dabei. Mal gucken. Ach, der ist auch bald fertig. Da kann man den dann unten an dem Feld ansetzen. Und da muss man auch schon gucken, ich muss noch überlegen, wie ich das mache. Ob ich die Federstadt behalte oder nicht. Kann man sagen, das liegt noch ein bisschen in den Sternen. Da muss man. Oh. Das sehen wir dann zur gefragten Zeit, gegebenen Zeit. Ach ja, die sind mal eher da runtergerollt, ne? Ich muss unbedingt dran denken. Ups, ja. Da ich dann beim nächsten Mal Holz mache, dran denke ich nicht unbedingt, dass da alles dahin stelle. Und ich könnte hier auch nochmal eine Ladung. Nochmal eine Ladung Setzlinge setzen. Könnte ich, glaube ich, mal machen, weil das sieht schon recht kahl aus hier jetzt mittlerweile da. Warte schon eine Fuhre ab, da schon mal noch vier Bäume abmache. Und dann erst. Und dann erst hier hingehe. Hat leider nicht geklappt. Und dann hingehe und hier die. Wie die, ach sagt schnell die. Ja, die Setzlinge setze. Fragen über Fragen, aber leider keine Antworten. Das ist ja traurig, ja? Aber dann gucken wir mal, noch schnell hier durch. Bin mal gespannt, wie viel. Na, bleibst du wohl hier? Wie viel wir jetzt hierfür wieder kriegen. Ich könnte natürlich auch hingehen. Aber ich war am überlegen, ich gucke auch mal bei Solaris mit rein. Wie der hat, Mensch, der hat jetzt angefangen, da. Der hat die Felder nicht so wie wir verbunden. Irgendwo muss man denken, das fällt ja auch schon. Da war. Da liegt die Antwort ja auch schon im Detail. Der hat die Felder nicht verbunden wie wir. Der hat natürlich so machen, hat der verschiedene. Wachstumsphasen hat, hat er immer was zu tun, wirklich immer was zu tun haben. Den Nachteil haben wir jetzt leider, da dass wir die Pferde verbunden haben. Aber da muss ich ganz ehrlich sein. Ich glaube, da hätte ich jetzt überhaupt keine Lust zu, da das alles so zu machen, dass. So bleibt es schon oben liegen. So ist er brav. Dann da immer diesen Versatz reinzumachen, da hätte ich gar keine Lust zu.
natürlich immer ein bisschen ärgerlich ist, dass das immer, das Kloster hat immer, dasselbe ist. Oh Mann. Da ist zum Beispiel die heutige Folge, bisschen so von gestern die Folge war bei ihm, mit der Überschrift Mythos ba Güterbahnhof. Es mag zwar sein, dass man da wirklich schnell ins Geld kommt, aber ich werde wirklich mir. Ich bleib schnell ins Geld, so bin ich auch kein Freund von. Hi. Habe ich das super platziert hier. Ich bleib nach wie vor dabei mit den großen Nachfragen, weil ich finde, dass man da auch noch gut Geld machen kann. Mehr Geld machen kann sogar als wir am Güterbahnhof. Meines Erachtens nach. Muss natürlich jeder für sich selbst wissen. Und ich werde, wenn das doch nur beim Güterbahnhof kommt, wenn da jetzt wie vor ein paar Wochen mit den Zuckerrüben ist, dass das dann da losgeht. Dass die da eine große Nachfrage, dass da dann eine große Nachfrage war, dass ich dann da dran gehe. Vorher denke ich mal, werde ich aber nicht unnötig hingehen. Man gerade auf den Helfer gucke, ist er noch am Fahren? Ja, ist er noch. Muss ihn ja mal ein bisschen im Blick behalten. So, hey. Ja, man muss schon ein bisschen drauf aufpassen. Sprach und versaut es. So viel zum Thema ein bisschen mehr aufpassen. So. Da haben wir so viele Sachen, die wir noch zu machen haben. Mal nicht alles auf einmal unterbringen können. Wir müssen dann ruhig gucken. Wir müssen auch überlegen, was wir uns als nächstes anschaffen sollen. Wobei ich glaube, wenn überhaupt wird als nächstes. Na gut, Condor ist klar. Wir könnten eigentlich gleich mal. Ah, ne, das höre ich mir auf für, wenn die Zeit vorläuft. Oder wenn ich gerade eben nichts zu tun habe. Dann wird nämlich da jetzt gleich soweit sein, wenn ich nämlich hier alles aufgeladen habe. Wo es dazu kommen. Da ich gerade im Moment nichts tue. Weil, wenn man mal eine Reihenfolge festlegt, in welcher Reihenfolge wir uns was zulegen werden. Und dann schauen wir einfach mal. So. Machen wir uns mal so einen kleinen Masterplan. Dass ich auch ja nicht hingehen kann und wieder alles umwerfe. Beziehungsweise in einer Folge sage ich so und auf einer anderen Folge sage ich es dann wieder so, weil ich es immer genau wusste, wie ich es gesagt habe. Eins, ich mache da wahrscheinlich schon eine prinzipiell eine Ausnahme und das wird sein, wenn ich Mods finde, die uns die Arbeit erleichtern werden. Dann kann es natürlich sein, dass ich die dann noch irgendwie dazwischen schiebe. Wie jetzt mit der Condor, das war ja ursprünglich in unserer Planung nicht drin gewesen. Aber jetzt, wo ich sie drin habe und ich es auch toll finde, werde ich es dann natürlich auch nutzen. Und nutzen dann unser. Ja. Dass sich unsere Arbeit wirklich erleichtert. So. Wunderbar. Wenn jetzt also zum Beispiel uns wir auf die, sag ich mal, einfach mal ganz krass auf den Mähdrescher sparen, ich einen Mod finde, wo uns das hier erleichtert wird mit dem Holz, also Auto-Attach-Mod mit dem Hänger mal. Kann ja sein. Als doofes Beispiel jetzt einfach mal. Ja, dann werde ich dieses wahrscheinlich noch dazwischen schieben. Wobei je nachdem auch wieder blöd ist. Aber das war jetzt auch nur ein, sag ich einfach nur ein blödes Beispiel jetzt einfach mal. Na, bleibst du da liegen. Und ja, muss man noch genau gucken, klären, wie wir was machen, welche Reihenfolge wir was machen. So. Aber dazu gleich später mehr. Wir haben ja jetzt gleich alles noch. Wir haben noch drei Stämmchen. Dann können wir die Sache jetzt gleich nachgehen. Sache Holz abladen, von wegen Zug oder See.
Hast du schon mal gesagt, dass da jeder für sich selbst wissen muss? Ich weiß nur, dass ich zum Zug damit gehe und meinem Zug verschicke, weil ich da meist nach noch mehr Geld rauskriege. Ich habe dann einfach mal einen Vergleich gemacht mit hier den Setzbäumen, weil die genau gleich alles gleich sind bei denen, wenn die ausgewachsen sind, gleiche Länge, gleiche Höhe, gleiche Dicke. Da habe ich einen Hänger im See versenkt, also eine Ladung im See versenkt, nicht den Hänger selbst im See versenkt, und eine Ladung im, ach, sagt schnell, ach, wie heißt das jetzt? Beim Zug, beim Güter, nicht beim Güterbahnhof, beim Zug da. Und ich habe halt festgestellt, dass ich beim See mit dem Wegfahren, wenn ich den Zug wegschicke, alles etc., da ich im See 4000 Euro weniger kriege, als wie wenn ich die mit dem Zug verlade. Und das ist meines Erachtens doch schon eine ganze Menge. Und ihr könnt mich gerne korrigieren, aber ich finde halt, das war eigentlich ein guter Vergleich. Ein Hänger, also jeweils einen Baum natürlich drauf, mit nur einem Baum. Und gucken, habe ich die Daten noch gerade hier liegen? Ah, genau, hier haben wir das auch. Können wir direkt einmal durchgehen. So. Warte. Ah. Wo habe ich es denn jetzt stehen? Genau. Hm? 81 Stunden? Hä? Wieso hat das dann jetzt nicht mehr stehen, vernünftig? Ich muss gerade selbst überlegen bei meiner Schmiererei, wie ich das da gemeint habe. Boah, bleib schön hier, Baumstamm. Mach jetzt keinen Scheiß. So. So. Ah, hier sind doch. Genau. Also ich krieg dann circa, habe jetzt da circa 41.600. Ne. Boah, hab ich das nochmal geschrieben. Ja, 4.000. 4.500 krieg ich halt knapp weniger. Genau, so war das. Jetzt habe ich wieder verstanden, wie ich das hier geschrieben habe. Und ich könnte eigentlich mal so einen richtigen Vergleich machen. Den mache ich auch, das beweise ich euch jetzt einfach mal. Ich beweise es euch. Ich muss mal gucken, ob ich da noch zwei gleiche Bäume hier stehen habe. Wenn nicht, werde ich euch das mal in einem separaten Video bei meinen Spielern nachmachen. Und dann werden wir das einfach mal alle mal aus der Welt schaffen. Hatte ich das überhaupt? Nein, 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 nein. Scheiße. Ach, fick doch die Henne. Das steht jetzt eigentlich auch schon fast richtig. Och nee, ich hab schon wieder Scheiße gebaut. Lass aber sich da so sehr konzentriert auf irgendwas und dann. Verdammte Scheiße. Da konnte man echt knatschen. Aber da könnte ich knatschen, ne? Das hätte jetzt noch Geld gegeben. Scheiße! Ach, ja, ist, wenn man sich nicht so sehr darauf achtet, nicht darauf konzentriert, da passiert halt so eine Scheiße. Naja. Kleine Sünde bestraft der Herr sofort, wollte ich einfach mal sagen jetzt. Da muss man einfach gucken, wie wir da jetzt wieder rauskommen aus der Sache. Aber erstmal lassen wir hier den Herrn mal gerade schnell hier laufen, wechseln zum den hier und dann guck ich mal gerade. Da sind noch keine richtigen Bäume. Ich muss schön auf die Bäume hier warten.
Oh, ich muss mal einfach mal gerade so ein kleines Infovideo machen. Ja, müssen wir mal schauen. Nächste Folge auf jeden Fall erstmal den Scheißbäume wieder aufsammeln. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao. Und willkommen zurück zu Let's Play Laboratory Simulator 2015. Letztes Mal sind wir stehen geblieben. Wir sind auf dem Weg zu dem kleinen Unfall, den wir gebaut haben. Denn uns ist der Hänger umgekippt. Leider Gottes. Und ja. Heieiei. So eine easy Scheiße kann eigentlich auch nur mit mir passieren. Vor allem ist das nicht das erste Mal. Wir haben schon eine andere Seite ran. Oh Mann, ey. Das ärgert mich gerade jetzt. Extrem. So. Lalalala. Und ich habe überlegt, mit dem Vergleich machen wir wirklich dann, wenn die scheiß Bäum kleinen Bäumchen ausgewachsen sind. Weil die dann wirklich auch wirklich gleich sind. So, komm, jetzt scratch die Scheiße schnell auf hier. Statt damit das hier vorangeht. Ach, das ärgert mich so noch, das, was hier in der letzten Folge passiert ist. Na? Nein. Ob ich immer noch die Zange verkehrt aufmachen will. Mit der verkehrten Steuerung. Oh, Mann, aber hier fällt mir echt jetzt überhaupt wirklich echt nichts mehr zu ein. Aber absolut nicht. Darf doch echt nicht wahr sein. Es ist Maria und Josef. Naja, aber was soll's. Umso besser ist der Gedanke, dass er jetzt bald wieder nächste Woche Karneval ist oder diese Woche Karneval anfängt. Und zwar, moin, ist grünen Donnerstag. Heute ist Dienstag, Mittwoch. Ja, Donnerstag ist grünen Donnerstag. Da geht Karneval los hier. Allerdings nicht für mich. Für mich geht er nur an einem Tag los. Das ist der Rosenmontag. Das ist der einzigste Ort. Das ist das Einzige, wo ich mit Kanada zu tun habe. Schwer, alle anderen Sachen. Na danke. Dann geht es nämlich in den Nachbarort. Und da geht es eigentlich immer gut ab. Dann, ich weiß nicht, ob ich es euch schon mal gesagt habe, aber ich sage euch das einfach mal. Wohnort generell sage ich jetzt nicht, sag nur, dass die Gemeinde Kall ist im Kreis Olsgusch in der lieben, in der guten alten Eifel. Was einfach sich einmal eigentlich mit der schönsten Fleckchen auf Erden ist. Meines Erachtens nach. Ich weiß halt irgendwo schwer überaus im Ausland, außer Österreich war schon mal eine Zeit, aber auch sehr schön da. Aber trotzdem, nichts, aber auch gar nichts in der Welt, würde ich freiwillig hier aus der Eifel wegziehen. Oder generell aus der Eifel. Und ne. Im Leben nicht. Dafür fühle ich mich hier zu sehr wohl. Und ich glaube, es geht euch aber genauso. Euren Wohnort wird ihr auch nie freiwillig verlassen. Wobei wir dann schon wieder bei den alten Themen sind: Land, Stadt, Stadt, Land. Und es ist immer so eine Ansichtssache. Ich, der einer, der am Land groß geworden bin, der kann sich nichts anderes vorstellen als hier Land. Kann ich auch nicht. Weil Stadt muss ich nicht haben. Reicht, dass ich da früher oft genug gearbeitet hatte. Da war ich auch immer froh, wenn ich da raus hieß. Raus, Köln oder Bonn raus. Der Verkehr und so. Ne, danke. Das muss ich echt nicht haben. Das sehen jetzt wieder die. Es halt einfach mal, ich spreche ganz direkt mal die Stadtleute an, die Stadtkinder. Die können sich nicht vorstellen, am Land zu leben. Keine Disco, keine Party, etc. Aber
Ja, das muss ich ja für sich selbst wissen. Ich kann nur aus meiner Sicht reden. Und die Städte, Stadtkinder generell, ich kann es also nicht immer direkt abwerten, abfallen, bewerten und so. Wenn ihr noch nie da wart, ich kann nur sagen, tut es mal. Fahrt mal aufs Land, macht mal Urlaub da. Bei mir ist auch mal auf dem Bauernhof, damit ihr mal seht, wo euer Essen überhaupt herkommt. Weil, habe ich im letzten Jahr einen Bericht gelesen, hat viele Stadtkinder gar nicht richtig wissen, wo das Essen eigentlich herkommt. Ein Mädchen war mehrere Teenies, die gerne einen Kalb oder generell Rinden oder so gegessen haben und dann haben sie ein Bild gezeigt bekommen, wie so ein Tier in der Natur aussieht, sag ich einfach mal. Und ja, die waren entsetzt, die waren richtig entsetzt. Ey, warte, spring doch auf. Da, scheiße, geht nicht. Und ja, bringt hat Leben hat mit sich. Oh, die reagieren sich richtig. Halleluja. Und ich kann eigentlich nur jedem empfehlen, fahrt mal aufs Land raus, wer das nicht kennt, macht mal Urlaub da. Die Erfahrung werdet ihr bestimmt missen wollen. Und zum Beispiel auch die Antwort ist jetzt nur hier durch so Spiele wie LS oder so. Upsa. So, und da haben wir auch schon direkt unser Drink zusammen. Wo wir auch direkt hingehen. Wo ist. So, die Spur lassen wir jetzt noch gerade fertig machen. Und dann schauen wir mal, wenn wir uns die Konver gerade holen. Ich denke eventuell, dass der hier Probleme haben wird, die zu ziehen. Aber da müssen wir jetzt mit leben. So, Kondor, kommst du zu mir? Werde wahrscheinlich noch den Deutsch holen müssen, auf jeden Fall. Weil anders geht das nicht. Weil der hier wird definitiv zu schwach auf der Brust sein, um den da ordentlich, um die ordentlich ziehen zu können. Aber das werden wir jetzt sehen. Muss ich hoch fischen, oder oh, dann jetzt noch einsetzen werde. Können. Trade Touren. So, verkaufen. So, jetzt. Zack. Bitte einmal Kondore. Maschine See. Kaufen. Okay. So, jetzt müssen wir aber noch platzierbare Sachen haben, bitte. Denn ich brauche. Nein. Nein. Nein, doch hier. Einmal hier eine Düngeeinrichtung brauche ich hier an dem Feld. An den Feldern. Kann ich hier platziert werden, ist klar. Tue ich einmal hier eins hin. Und Saatgutpaletten. Kaufen. So. Treibstoff, wo noch Treibstoff? Ne, Treibstoff habe ich eigentlich noch mehr als genug. So, jetzt halt das Daumen drücken. Vielleicht kriegt er das ja fertig und kriegt das gezogen einigermaßen. Zumindest, dass er schon mal so lange arbeiten kann, bis ich mit dem Deutz hier oben bin. So, jetzt müssen wir noch gerade auf den Raps wechseln. Nicht, dass wir da zweierlei Fruchtsorten haben. Oh, zieht aber noch ganz gut, möchte ich meinen. Gut, die ist jetzt noch nicht so nicht voll. Meine Überlegung ist noch hier das Feld eventuell noch mitzukaufen, jetzt zunächst. Auch ich glaube, bevor ich das Feld hier kaufe, werde ich auf jeden Fall den großen Mähdrescher holen. Vorher hat er hier keine Zeit, hier die großen Felder zu holen. Warum braucht das nächste Ziel jetzt auch der
Der Dings, der. Ach, sag schnell, der. So. Der Mähdrescher sein. Vor allem sind wir jetzt auch wieder so schneller durch damit. So, dann müssen wir gucken, ob wir die Kürze erhöht kriegen, damit wir uns der Garantkarte Garant kaufen können. So. Jetzt bin ich mal gespannt, wie du dich hier schlagen wirst. Vor allem, wie weit oben laufen wird. So. Wieso kann ich jetzt keinen Helfer einsetzen? Da ist mir mal gerade neu. Ah! Hehehe! Hier! Das ist das, was ich meinte mit dem Motorleisten. Da muss man echt drauf achten. Ihre Motorleistung reicht für dieses Gerät nicht aus. Okay, so viel dazu. Das heißt, Mr. Deutz, ich brauche Sie. Oder war ich eventuell schon same? Müssen wir mal gerade gucken. Wo ist Maschine See? Müsste hier hinten sein. Nee, ah doch, da war sie doch. Ah man, James, dann bring ich wieder den nächsten Patch raus. Okay, hier steht jetzt nichts von Motorleistung. Ich glaube aber. Ich glaube, ich brauche aber den Deutz trotzdem hier. Da holen wir uns einfach mal den jetzt hier. Nützt halt all nix. Ich glaube, selbst der Sam wäre zu schwach dafür auf der Brust. Wo fahre ich überhaupt lang? Ich fahre doch total verkehrt. Ne, ich fahre aber richtig. Okay. Wollte gerade sagen. Doch verkehrt. Naja, was soll's? Aber ich hab ja Deutz frei, so ist nett. Unten der ist sowieso frei. Und ich werde die Mission doch wieder einstarten, allerdings nur Mäh-Mission machen. Kein nichts anderes. So Sachen wie Transportmission, Palettenmission lasse ich mal ganz weg. Auch Liefermission, weil mir das einfach zu wenig abschlägt. Dann kriege ich mehr raus, wie wenn ich auf große Nachfragen warte. Das bringt, glaube ich, eher. Ah, jetzt muss ich ja Dinge. Die Kupplung noch genau richtig erwischen. Das ist natürlich blöd. Ah, Helfer einstellen, okay. So. Und ab die Post. Wunderbar. Dann tun wir einmal gerade hier einen schnellen Wechsel machen. Dann kann nämlich der Ursus an die Seemaschine, an die Düngem an die Düngstreuer dran. Und dann kann ich den kleinen Trecker hier. Kleine Treckerchen einfach mal hier an das schwarze Brett hängen. Tu noch mal gerade die Mission. Alle 2 Minuten mal wieder stellen. Da wir dann da ein bisschen gucken, ob wir da vielleicht die Mähmission dran kriegen. Wo war das Brett da hinten? Jetzt wunderbar, genau. Für den habe ich jetzt im Moment keine Aufgabe. Aber ich kann ja in Ruhe erstmal da stehen. Das stört niemanden. Ich kann da direkt hin switchen. Und habe da keine Probleme mit. So, wo ist das Scheißbrett? Ah, da ist das Scheißbrett. Wollte gerade sagen, muss man hier irgendwo sein. Upsa. Ups.
War ich nicht. So, keine Mission offen. Wunderbar. Na gut, dann muss ich aber sagen, wartet für heute. Und wollte einfach mal sagen, wenn es euch gefallen hat, schaltet doch, oh, ich hab schon vergessen, morgen wieder ein zur neuen Folge von Let's Play Lava Simulator 2015. Bis dahin, ciao! Und willkommen zurück zu Let's Play Lava Simulator 2015. In der letzten Folge sind wir hier stehen geblieben. Wir haben jetzt hier die Kondo gekauft, wir haben. Haben hier den Otus an die an Dunkschreie dran gesetzt. Und ich wollte jetzt mal gerade eine kleine Auflistung machen, was wir uns als nächstes holen können. Was wir als. Oder generell, was wir noch geplant sind. Also, der Plan ist auf jeden Fall Mähdrescher. Drescher. So, das ist auf jeden Fall große Priorität. So, dann gehen wir einfach mal gerade durch, wie das aussehen wird. Rübenernte auf jeden Fall. Dann gehen wir mal hin gerade rüber. Schräg, schräg. Kartoffel. So. Jetzt muss ich mal gerade gucken, Kategorie wählen. Was haben wir? Wie groß ist das? Arbeitsbreite 3 Meter. 3 Meter Arbeitsbreite. Ich sehe gerade. Wir könnten eigentlich schon mit der Ernte hier anfangen. Wenn wir hier die Dinger kaufen. Und, weil das ist dieselbe Arbeitsbreite. Zumindest bei Zuckerrüben. Jetzt muss ich mal gerade gucken, Kartoffel. Haben wir hier 3 Meter, 2 Meter, 3 Meter. Die Rolle gräbt die Kartoffeln aus dem Boden. Diesmal schon können erst nach dem Krauschen. Ja, Kartoffeln wäre noch so eine hintere Überlegung, aber Zuckerrüben sehe ich gerade. Die könnten wir eigentlich auch schon gucken, wenn wir die jetzt irgendwie vorziehen. Vor allen Dingen, da würde ich das mal vor den Mähdrescher setzen. Dann machen wir einfach mal hier rüber. Nach oben. Dann muss ich dann nämlich jetzt noch vorziehen. Muss man dementsprechend natürlich schon noch ein Feld kaufen. Das würde dann sein. Würde ich dann eventuell Feld 23 holen. Muss ich mal gerade gucken. Da ist gerade oben ans. Genau hier. Gerade gucken, wie viel Feld 23 kostet. Da würde man dann nämlich Zuckerrüben anbauen. Müssen wir uns natürlich schon eine Sämaschine kaufen, die dafür viel geeignet ist. Und das hat unser nächstes Ziel, die Zuckerrüben. Da wir die Zuckerrübenernte beginnen. Da könnte man dann eventuell auch den Ursus gebrauchen. So. 51.000, okay. Dann machen wir jetzt mal Rüben. Wäre jetzt für Einfu nicht 21.000. 51.000. 700 €. So, jetzt plus Kategorie wählen. Plus 17.000 €. 88.000 €. So, jetzt brauchen wir auch noch eine Sämaschine, die überhaupt die Zuckerrüben. Das ist eine Kartoffelmaschine. Kartoffel. Hier, 6 Meter Arbeitsbreite, das wäre eigentlich schon in Ordnung. Weil 9, ich bin sogar welche für hier oben noch übertrieben. Weil das Feld ist überschaubar schmal, da braucht man so eine schwere Maschine, nicht so eine schwere, so ein schweres Ding, ne? Also, dann würde ich dann doch zu der tendieren. Kategorie wählen. Nein. Ah, doch. Da ist so. Dann würde ich gerne die hier nehmen. 6 Meter Arbeit, die ist schon ordentlich. Dann werden wir mal 61.000 €. So. Und dann brauche ich schon noch ein Grubber. 8 Meter, müssen wir auch so. Hier 6 Meter, wird auch schon tun. Da brauche ich schon 220 PS für. Leck mich am Arsch. Ja, dann haben wir 29.000 €.
So, hören wir mal gerade hier das in der Zeit laufen. Machen wir hier mal zusammenrechnen. 0, 0, 7, 9, 1 und 10, 18, 25 und 26, 4, 10, 18, 19, 24. Wären 250.000 Euro, die wir brauchen. Und dann ist das also unser nächstes Ziel, die Zuckerrübenernte. So. So, weit für Getreidespeicher. 20 Tonnen kann ich mal. Das mache ich bestimmt nicht. So, wo ist denn unser. Ah. Okay. Helfer raus. Das Bäumchen muss weg. Ganz klare Sache. Das stört. So, bisschen rangieren. So, mein liebes Bäumchen. Auch du, mein Sohn. Auch du musst weichen. So, dann holen wir mal gerade den Same, bitte. Und wir kümmern uns mal gerade um den Baum, dass der verschwindet. Dafür werde ich dann nach wie vor, wenn ich so bei Feldern bin und die Bäume nerven, bis ich einen vernünftigen Häcksler habe, eine vernünftige Maschine habe, denn das andere Häcksler-Ding ist so dermaßen schwammig, habe ich keine Lust zu. Werde ich auch diesen einen Jazz-Häcksler nutzen, den ich habe. Da könnte ich eigentlich auch nochmal gucken, ob da ein Update-Quell gibt. Müsste ich mal gucken, das Scheiß-Ding fliegt auch. Ach, der hier, Scheiß. Garage, fliegt auch schon Müll. Frontladel. Verkaufen, verkaufen. Okay. So, aber dann nämlich auch schon verschwinden hier. So, gut, dass wir den Kran, die Ladedinger nicht verkauft haben, denn das. Ups, Brooks ist es, Entschuldigung. War namensverkehrt ausgesprochen. Ist aber verkehrte Marke geholt. Dann werden wir uns halt den Bruxer nehmen. Gut, dass wir das Ding nicht da weggeknallt haben. So, hier habe ich auch noch Baumstämme liegen, sehe ich gerade. Baumstücke. Die werden wir gerade im einen direkt mal. Einen noch direkt. Direkt entfernen. Damit das hier ordentlich aussieht. So, zack. Muss in der Zeit nutzt man im Stadtgerät, um hier ein bisschen aufzuräumen hier. So, das wäre erledigt. Weil dann muss das eine Bäumchen da oben noch. Und wo ist der Helfer? Der hängt ja schon wieder am Baum fest. Ne, der wird aber jetzt gleich fertig sein. Dann können wir die Zeit auch schon hochdrehen. So, wo ist das Bäumchen? Warte mal. Na komm, mach, ne, dass du dich überhaupt wieder festfährst. Ne, tut er nicht, Gott sei Dank. So. Naja, da drüben habe ich noch gar nicht so richtig geachtet. So, und du fliegst, bist raus. Und. Halt, wo ist. So, wird auch ehrlich. Da können wir schon mal die Zeit gleich hochdrehen. Gleich aber erst. Und ich finde, das Feld da oben ist eigentlich eine angenehme Größe für Zuckerrüben. Da in Ordnung ist. So. Dann gehen wir auch in der Reihenfolge so ziemlich vor Feldkauf, dann die dann die Maschinen etc. Haben wir doch schon. Denn ich ziehe halt den Feldkauf jetzt vor, denn ich will gucken,
ist ja schon eh also gleichzeitig kaufen, sonst ist es nett. Ich tue auch nicht, nichts einzeln kaufen, denn wenn ich erst die Maschinen kaufe und so, dann stehen die da rum, kosten Geld, was ich nicht habe. Man muss halt nicht unbedingt sein, dass ich da unnötig Geld ausgebe. So, jetzt mal erstmal uns hier zurücksetzen. Tun hier auskippen. So. Ist alles fertig. Schnell. Wachstum schnell. So. Dann einmal hier Häckseldinge abkoppeln. Und ich wünsche, es gibt noch eine große Nachfrage. Na, scheiße. Und Kühe muss man gucken, mal auch noch langsam ein bisschen nach und nach aufgestockt kriegen. Ist auch immer so eine Sache für sich. Aber es hat eigentlich das Wetter an, da habe ich das schon lange nicht mehr geguckt. Bewölkt, 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 bewölkt. Aber kein Regen. Natürlich das Beste. Immer noch. So, einmal bitte das Gewicht wieder hergeben. Warum habe ich das abgestellt? Natürlich genau andersrum, als wie ich jetzt hier stehe. Natürlich scheiße. So. So, dann fahren wir gerade den direkt hier. Dann fahren wir mit dem hier oben hin. Wir haben die Maschine hier oben stehen. Und dann jetzt mal gucken, wie wir hier klarkommen. So, hole ich die an, das an, Gerät schon mal nach hier oben. Dann mit ein bisschen Glück reicht das aus. Das wird wie, da kommt, läuft die erste Wachstumsphase durch. So, stellen wir dich mal hier ab. So, nein. Ich will den Hänger abhängen. So. Dann muss ich jetzt noch den Herrn Case hier auf Seite fahren. Bisschen schon mal in Startposition bringen. Fahrtgruppenfeld. Andreas hat man jetzt mit Gras eingesät, ne? Genau, da hat man Gras hingetan. Da wollte man nichts mehr vom Wissen von dem Feld. So, könnte man das Licht einschalten. Jetzt passend zur Dunkelheit. Oh. Wow, das war aber. Jetzt knapp, was wir hier gerade gemacht haben. Und was ich hier gerade gemacht habe. Dann später zu überlegen, ist das jetzt schon die dritte Folge aufnehmen oder ist das die vierte Folge aufnehmen? Machen wir jetzt schon das Mittwoch oder ist das Donnerstag, die ich aufnehme? Schwierige Frage, die sich hier ergibt. Da müssen wir mal nachgucken jetzt gleich. Ich muss jetzt gleich mal nachgucken. So. Lalala. Oh la la. Gibt der Banana. So, du schaffst von hier oben. Nein, nein. Yes. Ja, einmal gerade Drucker musste sein, Leute. Oh, einmal gerade das Ding hier. Zusammengeklappt ist. So, dann gucken wir mal, ein bisschen Glück kriegen wir den. Kann, wenn der Sam mit dem fahren kann, wenn er funktioniert, kann man den Sandwich hier dran setzen, wenn die ersten Felder fertig sind, besonders das erste Feld fertig ist, dann kann ich mich da nicht da, brauche ich mich darum nicht zu kümmern. Momentan zumindest. Ich müsste aber gerade gucken, haben wir hier Mais, Raps, Weizen, Getreidespeicher. Nein, kein Interesse an der Scheiß. Okay, ein bisschen Geld kriegen wir schon mal rein. Das ist natürlich immerhin schon mal super. Ich habe noch keine großen Nachfragen, aber das ärgert mich gerade ein bisschen. Ah, egal, so, wo habe ich den Same? Ich weiß gerade nicht aus dem Kopf, wie viel PS die Maschine, der hier braucht, das Ding braucht. Wird aber, glaube ich, schon so sein, dass ich den Deutz hier dran lassen muss. Dann muss ich halt mit dem Sam hier den Kipper fahren. Oder ich muss mir den anderen Deutz von unten hochholen. Wobei ich den brauche für, wenn ich mehr Missionen mache. Ja, das ist alles so verzwickt hier.
Das sehen wir ja, wenn sobald wir die Maschine dran sind und der Helfer dran gesetzt werden kann, beziehungsweise eingestellt werden kann, dann sehen wir ja, wenn der Helfer nicht dran gesetzt werden kann, dann ja, habe ich das Pech gehabt. Ich hoffe, das schaue ich jetzt noch, schaue ich da jetzt nicht mehr bis zum Ende, aber die Zeit nehme ich mal jetzt einfach mal gerade die 2-3 Sekunden noch. Ha, Helfer kann dran gestellt werden. Okay, PS reicht aus. Alles wunderbar. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, stellt auch nächste Folge ein zu Let's Play Love Simulator 2015. Bis dahin. Ciao.